Fangen wir an mit dem letzten Scheißvideo von InScope 21. Es gibt Momente, da holt man nicht die Kamera raus. Unter anderem unser ganzer Urlaub. Let's go, wir gehen rein. Lass dir schmecken. Guten Morgen, Mefferson. Guten Morgen, alle miteinander. Heute ist der Tag gekommen, an dem wir die Bootreise entzünden. Perfekt, aber auch Nico, wie man hier einfach gar nichts hört. Also muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, windtechnisch war das wieder eine 1A-Nummer. Das war halt so dumm, ne? Da haben wir alle versucht, im Wasser ein Bier zu ächzen und sind alle fast am Meerwasser ertrunken. Ach du Scheiße, Digga. Neue Däner. Beim Bootfahren immer vorsichtig sein, sonst passiert sowas ab. Der wurde einfach vollgekackt, so geil. Was? Sag mal ehrlich kurz, wie ist das Verhältnis von dir zu der Dame, die uns hier, sag ich mal, begleitet? Ich fühle mich wirklich wie früher in der Schule, Alter. Gleich muss ich wirklich in die stille Ecke oder echt runter. Die neue Ola Kalake kommt schon nicht schlecht bei Amar, oder? Muss ich sagen, ich würde Amar daten. Aber nur weil du nicht weißt, dass ich eine Glatze habe. Doch, Glatzen sind geil. Da passiert gar nichts. 3, 1, go! Digga, was für ein Larry Jump. Unfassbar. Hier sind Haie. Nein! Fuck, Digga! Nein! Dein Handy! Nein! Und er hat das neue iPhone 6. Oh nein. Und sein Handy ist sogar gerissen, Alter. Oh nein! Oh nee. Ja, also Adi Totoro hat halt generell eine komplette Scheißzeit mit uns, das ist ganz klar. Also der hat wirklich gar keinen Spaß gehabt. Ich sag zu einem Haifisch meistens Haifisch. Wir haben Steven Jerry bisher von vielen Seiten kennengelernt. Heute lernen wir uns ihn von einer ganz neuen Seite kennen. Erklär mal ganz kurz deine Lebenssituation. Dem ging es halt so schlecht, ne? Ori, 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 ori. Auch in Griechenland. Und die Schweizer. Interessant. Hallo, ich filme gerade. Ja, okay. Ganz kurz. Ihr denkt, ihr könnt nicht springen? Vor allem sind wir der letztes Jahr schon gesprungen. Ich weiß gar nicht, warum der Film darum gemacht wird. Mein Bein ist gebrochen. Das ist Jackass. Mein Name ist Amar. 3, 2, 1. Digga, der Weg. Was sind das denn für Fotos, Alter? Holy shit, Bro! Hä? Der Typ spinnt! Kein W hat meinen Körper drauf, ich glaub's nicht, komplett. Oder? Die haben alle gesagt, die haben Angst vor diesen Seeigeln. Und dann habe ich gesagt, chill. Ja, das ist entweder tot ich oder Seeigel. Ja, ganz rausschneiden, Schatz. Das sagen Frauen auch beim ersten Mal. Hat wehgetan, aber war geil. Digga, wirklich. Ganz rausschneiden. Und Nico Schwanz. Und das mal wieder. Sehr, sehr dumm. Die Leute können ruhig abreißen. Ich geh noch mal rein. Du gehst noch mal rein? Ich lasse mir das nicht entgehen. Wasser ist Wasser. Es stimmt. Da soll mir noch einer sagen, ich komme hier nur zum Saufen her und nicht zum Arbeiten. Wir werden jetzt hier trainieren, uns auf den Sober Oktober vorbereiten. Und danach werden wir in den Videoschnitt übergehen. Mit Bodybuilder, beziehungsweise Ex-Bodybuilder. Mark Eggers. Der war mir auch schon so unangenehm. Direkt daneben sein Coach fürs Olympia. Das läuft. Dann lass jetzt an die Bar, oder? Haben die Aufnahme gemacht. Ich frag auch manchmal Frauen, wenn die was mit mir haben, so. Ich bin ja null dein Typ, so. Warum tust du dir das an? Ist es ja auch tatsächlich wahr, ne? Klar, wenn man viel getrunken hat, wird man auch Mark Eggers hochnehmen, das ist klar. Dann kommt dann echt immer so ein Rumgedruckse, so. Ja, du warst ja mal sportlich. Du brauchst mich nicht anlügen, ich weiß, ich sehe Kacke aus. Aber wann ändern wir das? Irgendwo muss eine Erleuchtung herkommen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so ein Sober Oktober um die Ecke geflogen. Wegen Urlaub, oder? Wir haben ein Problem. Was ist? Das Video ist scheiße. Hallo. Lex ist schon wieder sauer auf mich, ich muss kurz klären, warte. Gerrit! Alle 2 Minuten im Urlaub. Klassiker heute wieder mit der Zitrone. Liebe Lomo, sorry dire che è una bellissima sorriso.
Ja! Ja, der Typ war halt wieder komplett besoffen, ne? Digga. Ey, du musst eigentlich auch was morgen mit der Sonne, ne? Du bist zu braun. Ja, das ist der erste. Give me the microphone. Oh, it's for Nicolas. Give me the microphone. Yeah. Ladies and gentlemen, this is the last call from Mark Eggers for his first drink. Please come to the. Oh, is that for me? Please come to the terminal now. Itach will jetzt gehen. Wir werden ihn vermissen. Also. Ah! Wir werden dich krank vermissen, Itach. Hey, alles locker. Digga, wie unangenehm, Wahnsinn. Ey, Leon, Spaß, geil, dass du da warst. Hast du dich euch noch was eingelassen? Ja, das wird ja auch nicht das letzte Mal bleiben. Nein. Und ich weiß, beim nächsten Mal, das wird dann noch... Zwei Wochen Sylt, bist du dabei? Zwei Wochen Sylt, Alter, Junge. Wie beschissen, Junge, holy shit. Zwei Wochen Sylt mit Trimax würde ich aber actually fühlen, sag ich ehrlich. Sehr, sehr... Toller Körper auch, ne? Im Leben stehen. Super Körper. Toller Körper, ja. Danke, dass du da warst. Und die Haare sind auch voll nice von ihm. Der Kiefer. Der markante Kiefer. Schöne Augen auch, ne? Die ist auch jetzt Irat dabei. Für mich hat auch keiner geklatscht. Kannst rausschneiden. Digga, da waren wir halt alle wirklich, also da waren wir, da war keiner mehr geistig irgendwie anwesend. Ja gut, Nico war besonders nicht geistig anwesend, weil der war nämlich an dem Abend komplett besoffen und konnte gar nicht mehr. Gestern war zu doll. Heute kein Alkohol. Genau das, was Trimax wollte. Keine Clips von ihm, wenn er tanzt und singt. Genau das ist wieder entstanden. Guck mal hier. Ey, Chat, guck mal. Er hier. Sie. Oh nein, Digga. Der Tanzbär, Junge. Sie guckt ihn einfach nur an. Die Boxershorts, die ich dabei hatte, habe ich 3 Tage lang getragen. Ihr seid dumm, ich meine das ernst. Ich bin jetzt gerade an alle meine Boxershorts gegangen, habe immer einmal Sniffarino gemacht. Und die nicht nach Scheiße gestunken hat, habe ich jetzt gerade an. Und das ist die grüne. Wir wollten nackt den Chat, um sie ein paar Tonnen zu zünden. Ich würde eine Badehose mitmachen und ihr könnt auch Badehose anmalen und ich werde dabei. Ich bin hier gerade einen FLOG am Ready machen, der kommt jetzt raus. Die Schnittarbeit hat auch echt wieder richtig Kraft gekostet. Ich glaube, es wird langsam echt mal wieder auch Zeit bei mir für Urlaub. Geil, dass alle mit dabei waren, wirklich auch Irat schon mal kennengelernt zu haben. Bin sehr, sehr dankbar dafür. Und auch vielen Dank für euren Support bei Ola Kala, wirklich. Es ist einfach, sehr, sehr geil. Ich freue mich auf den Sobo. Digga, man muss sich halt vorstellen, es ist halt wirklich, also 6 Minuten Scheiße und dann kommt am Ende nochmal kurz ein Real Talk und das war's. Also wirklich, man fühlt sich doch einfach nur verarscht, wenn man so ein Video geguckt hat. Tobo, das wird eine geile Sache. Warum mache ich dieses Outro so lange? Leute, es gibt Momente im Leben, haut man nicht die Kamera raus. Das ist so ein Moment. Perfekt. Hä? Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm.